Mit deinem Hund zu kuscheln ist sehr wichtig, denn es gibt ihm das Gefühl von Geborgenheit und stärkt eure Bindung. Aber irgendwie zu kuscheln reicht nicht, sondern du musst richtig kuscheln. Das falsche Kuscheln kann sogar schädlich für die Beziehung zu deinem Hund sein. Glaubst du nicht? Dann pass jetzt gut auf, denn du solltest nicht mehr mit deinem Hund kuscheln, bevor du dieses Video vollständig gesehen hast. Der richtige Zeitpunkt. Du möchtest sicher am liebsten zu jeder Zeit mit deinem Hund kuscheln. Dein Hund sieht das aber ganz anders. Er hat Zeiten oder vielmehr Situationen, wo er nicht gestreichelt werden möchte. Das gilt insbesondere, wenn er gerade mit Artgenossen spielt oder herumtobt. In dem Moment bist du als Mensch Nebensache und dein Hund möchte sich voll und ganz auf die Aktivität mit seinem tierischen Freund konzentrieren. Streicheln und kuscheln findet er da völlig unpassend. Das zeigt er mitunter auch durch eine abwehrende Haltung, indem er sich duckt oder den Kopf wegdreht. Er möchte lieber in Bewegung bleiben und ist zu aufgeregt, um Streicheleinheiten positiv wahrzunehmen. Wenn du deinem Hund in solchen Situationen deine Liebe zeigen willst, sag lieber etwas Nettes mit liebevoller Stimme zu ihm. Gekuschelt werden sollte erst nach Ende des Spiels oder Trainings. Ebenso solltest du deinen Hund nicht herzen, wenn ihr gerade in einer für ihn fremden Umgebung oder einer neuen Situation seid. Etwa wenn ihr das erste Mal gemeinsam U-Bahn fahrt. Er muss die neuen Reize in Ruhe verarbeiten, aber dieser Prozess wird durch Streicheleinheiten gestört. Dein Hund sollte zwar deine Nähe aufsuchen können, um sich geborgen zu fühlen, und wenn er Körperkontakt haben möchte, solltest du ihm das auch nicht verwehren. Die Initiative muss in dem Fall aber von ihm kommen, da du nicht weißt, was gerade in ihm vorgeht. Du solltest ihn also in fremden Situationen nicht einfach von dir aus streicheln oder drücken. Dadurch kann Angst sogar verstärkt werden, weil seine Reizverarbeitung beeinträchtigt wird. Am Abend und beim Ausruhen zwischendurch sollte das Kuscheln doch aber problemlos möglich sein, oder? Nicht immer. Es kann sein, dass dein Vierbeiner zu aufgeregt oder ausgepowert von den vorhergehenden Aktivitäten ist, sodass er lieber für sich alleine sein und auf seine Art zur Ruhe kommen will. Kuschelst du dann trotzdem mit ihm, wird er gestresst, denn die Nähe bedeutet in dem Moment noch mehr Aufregung oder zu wenig Ruhe. Um zu wissen, ob dein Hund gestreichelt werden und kuscheln möchte, musst du auf seine Körpersprache achten. Normalerweise erwidern Hunde die Zärtlichkeit, schmiegen sich eng an ihre Menschen und haben einen glücklichen Gesichtsausdruck. Wenn dein Hund in Ruhe gelassen werden will, geht er hingegen nicht auf dein Kuscheln ein und schaut gelangweilt. Es kann auch sein, dass er den Kopf wegdreht oder sogar deinen Berührungen ausweicht. Lass ihm dann die Zeit für sich allein und freu dich auf den Moment, wo er von selbst ankommt und wieder mit dir kuscheln will. Zu jedem Zeitpunkt gilt deshalb die Regel: Dräng dich deinem Hund niemals auf. Kuscheln ist für ihn nur schön, wenn er es gerade auch will. Die richtigen Berührungen. Neben dem Wann ist auch das Wie entscheidend. Nicht jede Berührung, die wir Menschen als positiv empfinden, gefällt auch Hunden. Jegliche Dominanzgesten musst du unbedingt vermeiden. Dazu gehört es insbesondere, dich von oben über deinen Hund zu beugen. Ebenso empfindet es ein Hund als einschüchternd, wenn du ihn freundschaftlich in deine Arme schließt wie einen Menschen. Hunde fühlen sich dadurch bedrängt und überrumpelt, denn diese Geste gibt es unter Hunden nicht. Daher solltest du dich wie ein Hund benehmen und dich seitlich an deinen Vierbeiner schmiegen. Streicheln und kuscheln muss außerdem immer auf Augenhöhe geschehen. Zudem mögen viele Fellnasen keine Streicheleinheiten oben am Kopf. Sehr beliebt ist es bei Hunden hingegen, wenn ihre Menschen ihnen zärtlich den Bauch kraulen, im Bereich der Ohren streicheln und kraulen oder in die Brust tätscheln. Ebenfalls lieben viele Hunde Streicheleinheiten an den Körperseiten und sogar an der Schnauze. Jeder Hund hat aber seine eigenen Vorlieben, die du genau herausfinden und dann respektieren solltest. Wichtig ist in jedem Fall, nur ruhige Bewegungen und behutsame Berührungen zu nutzen, denn Hektik wirkt beunruhigend, während körperlicher Druck Unwohlsein und das Gefühl von Dominanz erzeugen. Möchtest du jetzt wissen, was du niemals tun darfst, wenn dein Hund gerade spielt? Dann klick auf das linke Bild, um es herauszufinden. Interessiert es dich stattdessen, was dein Hund denkt, wenn du ihn küsst? Dann klick jetzt unbedingt auf das rechte Bild.